Hä? Oh, hi. Ja, dann guck mal, wie ich aussehe. Das kann so nicht an die Öffentlichkeit. Okay, da ich jetzt hier schon gezwungen wurde, guten Morgen und herzlich willkommen zu... Ja. Achtung, ich sag's jetzt. Vlogmas Tag 24. Vlogmas ist einfach vorbei, Jana. Nee, ich hab's ja immer schon so gemacht, dass ich am 30. angefangen habe zu filmen, damit der 23. der letzte Tag für mich ist, weil ich am 24. nicht filmen kann, weil da ja Heiligabend ist und das Familientag ist. Und deswegen ist heute der letzte Vlogmas-Tag. Hä, ich finde das wirklich traurig. Findest du das nicht traurig? Das heißt, es gibt keine Daily Vlogs mehr von mir jeden Tag. Keine extra Portion Julia, die du dir angucken musst. Mein Adventskalender auf. Ja, nein, das ist hier gerade voll der emotionale Moment. Ich bin voll traurig. Aber ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Ein tolles Fest mit eurer Familie, mit euren Freunden oder wie auch immer ihr es feiert. Oder falls ihr es gar nicht feiert, wünsche ich euch natürlich auch trotzdem einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt gleich aufstehen und meinen Adventskalender das vorletzte Mal öffnen. Und später werden noch Geschenke eingepackt. Ne, Jana? Was hast du für mich? Das sag ich dir doch nicht. Das fragst du mich andauernd. Denkst du, ich sag dir das irgendwann dann einfach? Ja. Wenn du oft genug fragst? Mhm. Nein, Fehlanzeige. I'm sorry. Dafür gehen wir jetzt den Adventskalender aufmachen. Schau mal, was meine Schwester macht. Wow. Oh, hallo, was machst du? Geschenke anpacken. Oh. Oh, wie süß. Oh, da steht mein Name drauf. Was ist da drin? Für alle eine Karte als erstes aufmachen. Oh, wie süß. Und hier das Geschenkpapier einfach hochziehen. Und was machst du hier? Ein Tisch. Oh, wie süß. Oh, ist das ein Geschenk da drauf? Oh nein, und das hier sind die Stühle dazu? Ja. Oh, wie süß! Oh, aber da fehlen ein paar Beine, ne? Ja. Ah, die machst du da gerade wieder dran, verstehe. Voll süß. Oh, ich hab dich lieb, meine Mausi. Ich hab ein sehr kreatives kleines Schwestilein. Fahren wir gleich zusammen einkaufen kurz. Ja. Für das neue Video, was wir geplant haben. Du weißt, welches ich meine, oder? Ja, das wird richtig cool, oder? Glaubst du, das wird cool? Ja. So, Mausi, jetzt wird sie umgezogen, ne? Wunderbar, Jana, das ging ja ganz schön schnell. Verrückt, wie hast du das gemacht? Danke für die Antwort. Okay, wir sind jetzt fertig angezogen mit Special Effect. Und genau, wir gehen jetzt kurz einkaufen. Geld? Ja, ich hab Geld. Ausnahmsweise habe ich mal Geld. Ich habe nämlich letztens 40 Euro verloren irgendwo. Und die habe ich wiedergefunden. Ach so. Die waren in meiner Jogginghose, in der Hosentasche. Da hatte ich doch gefragt, du, Ja, ich weiß, aber ich habe in allen Hosen geguckt, ob sie da ist, aber außer in der. Das war ein bisschen unschlau. Aber naja, Jana, das Geld kannst du nicht benutzen. Doch, da sind 2 Cent und 2 Einzelstücke bei. Ach so, echt? Oh, ich dachte, das wäre nur ausländisches Geld. Na gut, okay. Wir machen uns dann auf die Socken, oder? Ich habe noch nicht mal Socken an. Wir machen uns trotzdem auf die Socken. Auf die Schuhe machen wir uns erst, wenn wir die Schuhe anhaben. Ja. Wunderbar. Netter Parkplatz. Okay, Entschuldigung. Es ist der 23. Dezember. Und was wollte meine kleine Schwester haben? Eis. Eis. Wieso? Schmeckt's denn gut? Das freut mich. Ich bin noch eine nette Schwester, oder? Oh, das will ich, das will ich, das will ich. Habe ich alles. Ich will auch was. Das ist das Beste. Solche crazy Sachen habe ich ja noch nie gemacht. Eis am 23. Dezember essen. Eis passt zu Eis. Bitte. Warum? Weil hier auch Eis ist? Ja. Aber es ist ja gar kein Schnee oder Eis da, weil wir wieder einen viel zu warmen Winter haben. Warm. Aber es ist warm für die Verhältnisse. Also nicht warm, aber nicht krass kalt. Verstehst du, was ich meine? Ich wünsche dir einen guten Appetit. We are home again! Und wir haben eingekauft. Ziemlich viel Speisestärke für ein Video.
wovon ihr bald noch erfahren werdet, was es sein wird. Dann haben wir, Beefy gekauft, as always gefühlt mit Jana. Mini-Naturbrötchen, keine Ahnung, Mini-Brötchen, weil ich nämlich diese unfassbar geile Rucola-Paste hier gekauft habe. Die kaufe ich tatsächlich nur zu besonderen Anlässen. Und ich dachte mir, Weihnachten ist ein besonderer Anlass, weil genau dieses Töpfchen mich 3,20 Euro gekostet hat, was ziemlich viel ist. Und deswegen wird es nur ganz selten gekauft. Außerdem haben wir Robbie Bubble Berry. Sehr wichtig. Dann haben wir reines Pflanzenöl. Pesto, Gevonese, con Basilico Fresco. Keine Ahnung. Nüdelkes, die Jana einpacken wollte, der kleine Rabauke. Wir machen das dann. Und dann haben wir noch Käbe Erdbeere gekauft. Ganz genau. Das ist unser erfolgreicher Einkauf. Leute, ich freue mich gerade so sehr. Hab übrigens gesehen, dass wir noch Brötchen haben, deswegen war es voll unnötig, die zu kaufen. Ich dachte, dass egal. Du die erst morgen essen willst. Nein, ich wollte die jetzt essen. Pesto! Komm hier hin. Und die Leute dich sehen und deine verrückten Grimassen, die du immer machst, während du irgendwelche Dinge tust, das wäre so unfassbar Hallo. Lustig, ne? Ha? Ja. Jetzt wird bearbeitet der Vlog für heute, beziehungsweise den ihr gestern gesehen habt, falls ihr ihn geschaut habt. Falls ihr ihn noch nicht geschaut habt, solltet ihr ihn euch unbedingt jetzt gleich angucken. Jana, sag mal, go watch it. Nein. Dann nicht. Unboxing time! Upsi! Das ist nie passiert, das vergessen wir alle ganz, ganz schnell. Ich habe einen Tag vor Weihnachten noch Pakete bekommen und oh mein Gott, Leute, unser Paketbote, sage ich mal, ist so schon voll der Bekannte geworden irgendwie. Also der kennt uns mittlerweile schon richtig gut, weil er halt wirklich so gut wie jeden Tag bei uns klingeln muss, weil irgendwelche Pakete kommen. Der dachte sich wahrscheinlich, bevor er wusste, dass ich YouTube mache, auch so, was ist mit der Familie falsch? Das ist Messis oder so. Aber ja, ich finde den voll cool, ich mag den voll gerne. Es ist immer irgendwie voll die Freude, wenn er kommt. Also nicht nur wegen den Paketen, sondern auch, weil er kommt. Naja, ich habe auf jeden Fall ein Paket von L'Oreal bekommen hier. Oh. Oha, guck mal, ich sehe es hier schon, die Verpackung. Sieht mega geil aus. Oh, guck mal, so Holopapier. Das behalten wir auf jeden Fall. Oh, diese Lippenstifte. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese Lippenstifte an. Wie cool sehen die bitte aus. Oha, Jana, guck mal, wie schön die sind. Oha, vielen Dank, L'Oreal. Richtig, richtig cool. Hier ist noch ein weiteres Paket. Keine Ahnung, woher das ist. Niederlande, glaube ich. Vielleicht habe ich irgendwas bestellt und ich weiß nicht mehr, was es ist. Ah, ja. Das habe ich tatsächlich bestellt. Oh, und hier ist sogar ein Adapter dabei. Ah, das kommt aus der UK. Nee, Switzerland steht hier. Hä, das habe ich aber aus... Okay, verrückt. Keine Ahnung. Und so habe ich ein Tight Curling Wand bestellt, weil ich damit ein Video machen möchte. Ich verrate euch jetzt aber noch nicht welches, weil das wäre ja langweilig dann. Und zwar ist das so ein richtig, richtig, richtig dünner Lockenstab. Und hier ist ein Adapter bei. Das heißt wohl, dass das keinen europäischen Stecker hat, sondern einen UK-Stecker oder so. Ja. Hat einen anderen Stecker auf jeden Fall. Aber geil, guck mal, wie dünn dieser Lockenstab ist. Finde ich richtig, richtig cool. Ich freue mich richtig, den auszuprobieren. Das wird richtig cool. I'm in the corner, watching you kiss her. Jetzt kommen wir zu den Amazon-Paketen. Und zwar habe ich einmal eine Lichterkette bestellt, beziehungsweise ein neues Lichternetz. Weil ihr wisst ja, dass ich im Hintergrund meiner Videos immer so ein, also meine Hauptkanal-Videos immer so ein Lichternetz habe. Das liegt auf der Couch. Aber da leuchten irgendwie nur noch die Hälfte der Lichter von. Und deswegen, habe ich mir gedacht, wird es mal langsam Zeit, ein neues zu kaufen. Das Lichternetz, was ich jetzt habe, hat es echt langsam wirklich hinter sich. Oh, das ist das jetzt überhaupt. Aber eigentlich wüsste ich nicht, was es sonst sein soll. Ja, doch. 204 LEDs LED-Lichternetz in warmweiß. Ich hoffe, das ist jetzt auch so groß, wie ich denke. Oh ja. Okay, also das sind wirklich einige Lichter. 2x3 Meter wird hoffentlich... Nein, wird auf jeden Fall reichen, 100%ig. Und hier habe ich noch etwas drin, auch für ein Video. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, was das ist, weil das soll komplette Überraschung sein. Was ist denn das? Das ist komplette Überraschung.
nicht. Ja, auch für dich, weil das Video wird mit dir gedreht. Cool, oder? Surprise, surprise, Leute. Jana hat angerichtet und jetzt wird gegessen. Willst du dir selber die Nudeln drauf machen? Ja. Okay. Klappt, glaube ich, nicht so gut so. Nee, da brauchst du ein bisschen länger. Soll ich dir das... Warte, guck mal. Wir machen das so. Das reicht, oder? Die Augen sind größer als der Magen, so. Ja. Guten Appetit, mein Girl. Leute, ich habe gerade ein Video gedreht. Und zwar habe ich meine Haare sehr, sehr stark verändert. Ich halte die jetzt gerade nach hinten, damit ihr es noch nicht seht, weil das Video erst bald online kommt. Und das natürlich trotzdem noch eine Überraschung auch für euch sein soll. Es ist so unfassbar krass geworden. Oh mein Gott, meine Haare. Sieht so anders aus. Ich sehe aus wie eine andere Person. Ich habe ja letztens mit Sunny schon so eine Transformation, so ein Makeover gemacht. Und jetzt, oh mein Gott, das ist nochmal was komplett anderes. Wenn es online kommt, seht ihr im Titel, was ich gemacht habe. Und dann solltet ihr es euch definitiv anschauen, weil es echt, echt crazy aussieht. Guten Morgen, Leute. Und fröhliche Weihnachten. Heute ist Heiligabend. Eigentlich hatte ich heute gar nicht vor zu filmen bzw. zu vloggen. Aber irgendwie dachte ich mir so, ganz ehrlich, meinen gestrigen Vlog habe ich nicht so wirklich gut beendet, beziehungsweise der hat mittags irgendwann einfach aufgehört. Und ich vermisse es jetzt schon irgendwie zu vloggen und ich möchte nicht heute nicht vloggen. Und ich dachte mir, dass ich ja wenigstens meine Weihnachtsvorbereitungen noch vloggen kann. Ich möchte nämlich jetzt meine Geschenke einpacken für meine Familie. Ich dachte mir, dass ich das ja mit euch zusammen machen kann, weil ich liebe solche Geschenke-Einpack-Video-Timelapse-Dinger. Und warum mache ich es doch nicht einfach selbst, ne? Habe ich mir jetzt mal so ganz frei rausgenommen, dass ich das jetzt auch mache. Und gestern Abend, Leute, oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. Und es ärgert mich so unfassbar doll, dass das genau gestern Abend passiert ist. Kurz vor Weihnachten, wo 3 Tage keine Geschäfte, nichts offen haben. Seht ihr das? Es sieht einfach so unfassbar schrecklich aus. Ich habe meinen Nagel verloren. Ich weiß aber auch nicht, wann und wie. Das heißt, ich hätte ihn nicht wieder irgendwie dran kleben können oder so, weil er halt einfach weg ist. Ich habe irgendwann an meine Hand geguckt, weil irgendwas komisch war. Und dann ja, war der Nagel einfach nicht mehr da. Jetzt ist er weg. Ich habe vorhin schon irgendwie alles versucht, da so einen anderen Möchtegern-Nagel dran zu kleben, aber nichts hat funktioniert. Ich habe sogar versucht, einen Nagel aus Heißklebe zu formen. Ja, so verzweifelt war ich schon. Das hat leider auch nicht funktioniert und ja, jetzt laufe ich mit so einem halben Mittelfinger hier rum. Ist halt auch voll blöd, weil es genau auch noch der mittlere Finger ist, der... Keine Ahnung, das sieht so kacke aus einfach. Aber naja, ich muss jetzt damit leben. Ist jetzt eben so. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eben die Geschenke einpacken, weil in genau einer Stunde müssen wir schon los zur Kirche. Dann gehen wir nämlich in den Gottesdienst. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr Weihnachten, also was ihr Weihnachten macht, geht ihr in die Kirche oder was kann man denn noch machen? Keine Ahnung. Mir fällt irgendwie gerade nichts anderes ein, aber es muss doch noch was anderes geben. Es gibt bestimmt noch so andere normale Veranstaltungen außerhalb der Kirche. Naja, egal. Auf jeden Fall gehen wir später zur Kirche und ich werde jetzt erstmal die Sachen hier einpacken. So, ich bin fertig nach gefühlt einer Dreiviertelstunde. Ich habe jetzt die 3 Pakete hier eingepackt. Das hier ist für meinen Papa, das ist für meine Mama und das hier ist für meine kleine Schwester. Ich finde, das hier ist am schönsten geworden für Jan. Wir müssen in einer halben Stunde, weniger als einer halben Stunde, glaube ich, sogar schon los. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen, damit ich mein Gesicht irgendwie noch in den Griff bekomme. So, ich bin jetzt fertig gemacht und wir waren tatsächlich gerade auch schon in der Kirche, ne Jana? Und jetzt warten wir gerade hier oben in meinem Zimmer, bis das Christkind kommt. Mama und Papa müssen dem Christkind nämlich helfen, weil Jana heute, glaube ich, was richtig Cooles bekommt, was man nicht hier so alleine reinschleppen kann als kleines Christkind. Aber ich meine, ich habe ja noch keine Ahnung, was Jana zu Weihnachten bekommt. Deshalb ist es für uns alle natürlich eine richtig dolle Überraschung. Ja, ich habe mir was gewünscht. Was? Na... Dieses Duschgel. Kein Duschgel, das ist so Duschschaum und so Scrub.
da wo wir letztens im Laden waren. Was machst du da? Ja, Jana musste in der Schlange warten, weil wir waren einen Tag vor Weihnachten. Also, nee, waren wir gestern da? Nee, vorgestern. Vorgestern. 22. Am 22. waren wir da. Genau, da habe ich euch ja sowieso auch mitgenommen. Und da war die Schlange so unfassbar lang, dass meine Mama gesagt hat zu Jana, während wir halt ausgesucht haben, dass sie sich schon mal in die Schlange stellen soll. Und ich glaube, du hast da gefühlt eine halbe Stunde gewartet einfach, weil die Schlange war vom Laden, also von der Kasse, oh, dieser Nagel einfach, ne? Von der Kasse bis ganz hinten einmal so um den Laden rum. Das war wirklich sehr, sehr lang. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du diese Last auf dich genommen hast und das gemacht hast. Ich bin rausgegangen. Hallo. Dachboden? Ja. Okay. Es geht los. Komm. Guten Tag und herzlich willkommen zu Julias Climbing Adventures. Puh, ich nehme direkt zwei Sprossen auf einmal. Ich bin ein richtiger Klettergangster. Ja, jetzt nehme ich aber nur noch eine, weil hier oben ist Präzision gefragt, Freunde. Ich sage es euch, da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Es kann nämlich immer etwas passieren und wir wollen nicht, dass etwas passiert. Und deshalb müssen wir ganz vorsichtig und gewissenhaft sein, wie wir diese Leiter hochklettern. Da gibt es einige Regeln zu beachten. Die gibt es aber nur in meiner höchstpersönlichen Kletterstunde zu bekommen. Für nur 9,99 Euro pro 20 Sekunden. Würdest du teilnehmen? Das sind sehr gute Klettertipps, muss ich sagen. Nein, die müssen ja erst 9,99 Euro pro 20 Sekunden zahlen, um überhaupt einen meiner super tollen Klettertipps zu bekommen. Deshalb ruft jetzt an bei der 0800. Bin ein bisschen cool. Gut, dass du deine Nummer selber nicht weißt. We are waiting for the Weihnachtsmann. Woohoo! Nein, fürs Christkind. Kommt bei euch der Weihnachtsmann oder das Christkind? Bei uns kommt das Christkind. Oh, mein Handy schaut hinaus. Ich darf jetzt hier oben mal ein Video drehen. Ich soll hier oben mal ein Video drehen? Ja. Was denn für ein Video? Keine Ahnung. Das ist natürlich schlau, wenn du gar nicht weißt, was für ein Video ich hier oben drehen soll. Dann kann ich natürlich super hier ein Video drehen. Ich mach alles gar keinen Sinn. Oh, lass mal gucken, ob unsere Handabdrücke da noch drauf passen. Ich glaube, das ist nur mein Handabdruck. Nein, Jana. Ah ja. Das ist nur mein Handabdruck. Aber ich schau mal, ob mein Handabdruck da noch drauf passt. Weil das habe ich vor... Oh, da passt einfach drauf. Okay, ich schau mal, ob mein Handabdruck noch drauf passt. Ich hoffe nicht, das wäre jetzt ziemlich unangenehm. Ohne Nägel. Ja, klar, ohne Nägel. Ja, Mann, meine Hände sind gewachsen. Ja, wow. Juhu, ja, ein klitzekleines Stück. Halt wirklich nur ganz, ganz wenig. Aber immerhin sind sie gewachsen. Ich weiß auch nicht, wann ich das gemacht habe. Das muss bestimmt schon mega lange her sein. Oh, das wäre voll cool, wenn hier das so alles so mit Holz drin ist, so mit Geheim versteckt. Was hast du dir eigentlich gewünscht zu Weihnachten? Ein Sofa. In welcher Farbe? Rot. Rot? Grau. Rot. Rot. Rau oder rot? Rau. Eins von beiden kannst du nur nehmen, weil rot und grau gleich gehen. Mhm. Rot. Rot. Verstehe. Knallrot. Dann bist du ein lecker Puss. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my heart to breathe. Das macht alles keinen Sinn, was ich hier gerade von mir gebe. Peace. I'm in the corner watching you kiss her. Ooh, ooh. I'm right over here. Why can't you see me? Ooh, ooh. I'm giving it my all. I'm not the girl you're taking home. Ooh, ooh. I keep dancing on my own. Warten übrigens immer noch. Das dauert ganz schön lang. Das Christkind braucht heute aber ganz schön lang. Boah, ey. Wir haben da so eine echt doofe Weihnachtstradition. Ich Blockflöte spielen muss, während Jana Klavier spielt. Aber ich kann gar keine Blockflöte mehr spielen. Drei. Oh, warte. Ja, liegt an der Blockflöte. Oh. Ein bisschen daran. Okay, noch einmal, ich schaff das. Das war.
aber ich habe alle Töne richtig gemacht. Leute, nicht wundern, ich bin gerade an meinem Laptop, weil ich meine Kamera nicht finden kann. Ich habe wieder mal gemerkt, dass ich dieses Video nicht beendet habe. Deswegen wollte ich das jetzt noch schnell tun. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und habt heute noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Ich bin super traurig, dass Vlogmas vorbei ist, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt wieder öfters zu vloggen. Ich hoffe, euch hat Vlogmas gefallen und es hat euch Spaß gemacht, mindestens genauso gut wie mir. Aber ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!